herzlich willkommen wieder zurück bei F&M TV. Ja, Thema heute, das da lautet Mr. Right, Mr. Perfect. Wie finde ich den richtigen oder geht das überhaupt? Gibt es so etwas überhaupt, diese richtige oder den richtigen da draußen irgendwo? Kurz und knapp, 4 Punkte. Fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Du darfst grundsätzlich niemals einen Partner raussuchen, von dem es darum geht, dass er irgendwie etwas erfüllt, was du nicht hast. Was meine ich damit? Ich meine das so, dass keine halben Sachen. Das heißt, wenn du selber irgendwie nicht mit dir selber glücklich bist, gewisse Attribute nicht erfüllst, die aus dir die Erfüllung praktisch irgendwie extern irgendwo brauchst. Es heißt ja immer, Gegensätze, die ziehen sich bekanntlich an. Ich bin nicht so der Ansicht, dass das so ist, einfach aus dem simplen Grund, weil diese Gegensätze, das, was der andere anders macht, sein Fußballverein, wo man am Anfang so diese rosa-rote Brille aufhat, sage ich mal, diese Radiowellenbrille, wenn man die da trägt, dann werden diese Gegensätze irgendwie mehr oder weniger toleriert, aber nicht akzeptiert. Und spätestens nach einem halben Jahr, dann kotzen dich diese anderen Interessen irgendwo an. Oder du lernst natürlich irgendwie damit zu leben, was allerdings in den wenigsten Fällen der Fall ist. Gut, und wenn ich da irgendwie mit mir selbst da schon so große Probleme habe und nur erwarte, dass diese Ansprüche von einem anderen irgendwo mit befriedigt werden. Das sage ich da ganz ehrlich, dann bist du schon mal auf der falschen Seite der Beziehungssuche. Da ist es für dich erst einmal besser, mit dir selber, wie sagt man so schön, ins Reine zu kommen. Zweiter wichtiger Punkt an der Geschichte ist, es gibt diesen Grad der Perfektion überhaupt nicht. Da gibt es eine wunderschöne Formel, auch wenn du genügend Kraft aufbringst, wenn du genügend Tempo aufbringst, genügend Jugend aufbringst, genügend Schönheit aufbringst, wenn du all diese Attribute des menschlichen Seins auf unendlich schraubst, ist gleich liegende 8, dann hast du den Grad der Perfektion erreicht. Und das kann gar keiner. Das geht einfach nicht. Ich kann auch nicht mal bei einem Ärztepfusch kann ich sagen, das hätte nicht passieren dürfen. Na klar darf sowas normalerweise nicht passieren, aber du kannst das nie völlig ausschließen. Weil dann müsstest du ja von dem Arzt eine gewisse oder generell von der Ärzteschaft heutzutage eine Perfektion erwarten. Das kann keiner. Warum? Da müsstest du nämlich vorher welche bringen. Und ich kann es zum Beispiel nicht. Es geht nicht, dass du irgendwie eine Perfektion irgendwo an den Tag legst. Haut nicht hin. Deswegen kannst du sie auch nicht von dem anderen erwarten. Auch so ein springender Punkt. Also dieser Grad, dieser Perfektion, dieser Mr. Right oder diese Mrs. Right, die kannst du deswegen nicht geben, weil unsere Vorstellung im Kopf von dieser Perfektion immer da reingehämmert worden ist. Das ist doch klar, wenn man diese ganzen Litfaßsäulen da, diese ganzen Werbeplakate ansieht, wo das alles uns so schön, diese Produkte und diese Menschen, dass sie werden, die sind doch alle digitalisiert und computertechnisch nachbehandelt. Da hinten in Ingolstadt, der Reichertshofen, da gibt es sogar eine Firma, die diese Plastik-Schablonen herstellt für diese ganzen Burger-Werbungen da. Das ist nichts zum Essen da, was ihr da im Fernsehen sieht. Was glaubst du, warum ein Burger irgendwo im Burgerladen so anders aussieht wie in der Werbung oder auf der Werbetafel? Das ist Plastik angemalt und digitalisiert nachbearbeitet. Das ist nicht real. Dir wird eine Fiktion von Perfektion in deinen Kopf hineingepflanzt, mit der du dann deine Realität dann immer wieder vergleichst. Und somit kommst du dann automatisch in diesen Konflikt da regelmäßig hinein, wenn du da auf irgendeinen Menschen triffst, der deines Erachtens nach nicht den Grad dieser Perfektion erreicht. Und das ist der springende Punkt. Es gibt eine Ideallinie. Und eine Ideallinie, die kannst du hier so richtig schön ziehen. Und da gibt es so diese Partner, diese Leute, die da wären. Je näher dieser Mensch an diese Ideallinie, an diesen Vorstellungen deiner eigenen Beziehung rankommt, umso richtiger ist er in Anführungsstrichen dann auch für dich. Ich zum Beispiel, von 9 Ex-Freundinnen bin ich heute noch der Ansicht, dass da die 3 richtigen dabei waren, mit denen ich hätte heiraten und Kinder kriegen können. Weil sie ganz einfach am nächsten an dieser Ideallinie dran waren. Das waren die, mit denen ich am längsten auch zusammen war und mit denen es auch einfach am besten harmoniert und gepasst hat.
bis zum Ende, weil man sich irgendwie im Laufe der Zeit in eine Richtung gelegt hat, wo entweder ich die Ideallinie verschoben habe, sie die Ideallinie verschoben hat und man sich ganz einfach nicht mehr in dieselbe Richtung entwickelt hat. Also Ideallinie, aber nicht Perfektion. Das haut so nicht hin. Ideallinie auch verknüpft mit eben Erwartungshaltung, habe ich vorher auch erwähnt. Und das ist nämlich dieses Problem. Jetzt kommen wir zu der Verschmelzung von den Dingen. Die Leute, die meisten Menschen haben ganz einfach unglaubliche Erwartungshaltungen. Die erwarten, die legen so eine Ideallinie gar nicht fest, die legen so eine Perfektionslinie fest. Irgendwo. Und wenn jetzt da der Mann da hinkommt und mit ihr da anfängt ein Gespräch zu führen, dann wird der irgendwo abgescannt bis zum Unfall. Und teilweise auch mit Konkurrenztest voll bombardiert irgendwo. Und dann ist es so, wenn jetzt der nur ein einziges was Falsches an sich hat, dann wird er sofort kategorisch ausgeschlossen. Sofort. Ohne sich mal die Zeit zu nehmen und sich das mal ein bisschen näher anzusehen, die Sache. Ja, das ist halt so. Es ist ja so leicht zu sagen, ja, der Funke ist ja nicht übergesprungen irgendwo. Ja, wie denn auch? Du gibst dir als Frau dem Mann noch nicht mal mehr die Gelegenheit, Attraction irgendwo aufzubauen, in vielen Fällen, wenn ich das so da draußen in der freien Wildbahn beobachte. Ja, und bei den Herren der Schöpfung, da geht es natürlich auch los. Da wird die Freundin zum ersten Mal den Bekanntenkreis vorgestellt und da sitzen ein, zwei Typen da, die die nicht so toll finden und dann wird die schon kategorisch abgelehnt da irgendwo. Da hat die ein bisschen zu viel Hüftspeck irgendwo dran oder dann sieht die nicht so aus wie die auf dem Topmodel-Cover da und dann wird die komplett aussortiert. Da passen die Haare nicht, da passt das nicht, da passt jenes nicht. Wir leben in einer ungeheuren Welt der Verblödung und der Perfektionierung. Alle wollen sie den perfekten Partner haben. Jeder da draußen. Komischerweise ist keiner mehr bereit dazu, irgendetwas selber dafür zu tun. Das ist ja das Nächste. Dass man halt einmal ein bisschen was riskiert. Dass man sich halt einmal ein bisschen auch einmal die Zeit nimmt. Und dass man halt einmal ein bisschen probiert. Das ist ja sowieso das Nächste. Fakt ist, es gibt mehrere Menschen da draußen, die an diese Ideallinie rankommen. Das ist das eine. Das nächste ist ganz einfach, dass ich muss halt auch einmal genauer hinschauen. Also besonders schön immer zu betrachten auf diesen großen Ü30-Partys, die da stattfinden. Da stehen die Männer da alle so rechts, die Damen da alle so links. Und es kommt kaum zur Interaktion, außer wenn sie sich genügend Mut angesoffen haben. Um dann frustriert irgendwie festzustellen, ja, es war halt nicht der Richtige dabei. Dann wird nach Hause gefahren, spät in der Nacht. Es wird natürlich noch durchgetanzt, bis die Füße wehtun, zu einem Zeitpunkt, wo ich meistens mit irgendwelchen Mädels beim Knutschen bin. Da tanzen die natürlich noch, bis sie dann nicht mehr können. Und dann wird natürlich nach Hause gefahren, zum Vibrator ins Bett. Und da war halt nicht dabei der Richtige. Und die Schnitzeljagd geht dann am Wochenende drauf wieder von vorne los. Und eines Tages, ich habe es ja mal in einem anderen Video gesagt, es ist spät, später, irgendwann ist es natürlich dann zu spät. Und hier gibt es keine Gescheiten, wie ich da immer so zu hören kriege. Auch von einer Bekannten von mir, die vor kurzem erst auf so einer Party war und gesagt hat zu mir, ach weißt du, die eine Hälfte der Männer, das waren alles so Prolos, Machos und Angeber. Die andere Hälfte, das waren alles so Langweiler, fette, hässliche, alte Leute. Ja, von diesen Prolos und Angebern, hast du da mal jemanden gefragt, ob er einer ist? Ist ja auch immer so eine Sache. Gut aussehende Männer, gut aussehende Frauen haben eine Sache gemeinsam. Die haben ganz einfach das Problem, dass man sich irgendwo von denen schüchtern verhält, dass man die auf jeden Fall Angst hat, nicht anzusprechen oder mit denen im Gespräch zu bleiben, weil man entweder denkt, das ist ein Player, ein Zuhälter oder ein arrogantes Arschloch, nur ein Trophäenjäger, der mich bloß fürs Bett braucht. Bei den Frauen, die quatscht man sowieso nicht an, weil die sieht so gut aus, die muss ja arrogant sein. Also absoluter Bullshit. Sowie im positiven als auch im negativen Spektrum. Da werden Erwartungshaltungen gesetzt bis zum Anschlag. Knallt die weg und euer Leben wird besser. Glaub's mir. Ja, vierter und letzter Punkt der Agenda. Jetzt kommen natürlich die Jungs um die Ecke mit dem Schild. Ja, mit dem, was ist denn mit dem Gesetz der Anziehung? Dazu gibt es auch noch ein eigenes Video, liebe Freunde. Gerade der, ich sag mal, Mythos-Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung, das ist ein Gesetz, das ist ganz klar, das gab es schon lange vor uns. Fakt ist natürlich,
angelehnt auch durch diesen Film da und durch Bücher wie The Secret zum Beispiel, ist dieses Gesetz der Anziehung bei 90% der Menschheit, habe ich irgendwie das Gefühl, komplett falsch angekommen. Also es wird gerade in der Lebensberatung, gerade beim Coaching, wird das Gesetz der Anziehung als ein ähnlich wie bei wie in einem anderen Video, wo es mir gesagt hat, wo es mit dem Inner Game auf sich hat, als die Wunderdroge schlechthin verkauft, als das Universalgesetz, dass die Sache auch hier schon wieder einen Haken hat, weil man hier gar nicht eine Weiterentwicklung fördert. Das wird so eigentlich nicht gesagt. Ja, es ist, als ob man sagt, hey, du musst dich nur in schwarzen Tee verwandeln, dann kommt der schwarze Tee auch zu dir geflogen. Also, grob blödes Beispiel mal, trifft den Nagel auf den Kopf. Das heißt, ich muss einfach nur ein paar Charakterseiten an mir ändern, die Füße auf den Tisch legen und warten, bis Mrs. Perfect dann da um die Ecke läuft. Also, so ein Bullshit. Also, das sich nur auf das Gesetz der Anziehung berufen, wie gesagt, dazu gibt es noch ein eigenes Video. Das ist so nicht ganz korrekt. Auch wenn das Gesetz der Resonanz der Anziehung ganz einfach sehr maßgeblich natürlich daran beteiligt ist, auch hier überschneidet es sich wieder mit der Geschichte, mit den Erwartungshaltungen ganz einfach da, die man da an den Tag legt. Und das spricht schon mal gegen den Hauptpunkt, den Kern der Sache. Und zum Fazit dieser heutigen Geschichte natürlich auch: Erlaube dir selber, ob als Mann oder als Frau, auch einen Partner in deinem Leben finden zu wollen. Erlaube es dir. Und bevor du noch einmal mit dem Finger drauf zeigst und sagst, der ist aber nicht so, wie ich mir das so vorstelle, oder der sei nicht perfekt, trete bitte vor einen Spiegel, am besten im Spiegel der Wahrheit, und zeige mal auf dich und stell dir erst einmal die Frage, ob du überhaupt die richtige Frau oder ob du überhaupt der richtige Mann für irgendjemand da draußen bist. In diesem Sinne.